Hallo und herzlich willkommen. Ich bin wie immer eure tolle Bea oder auch mit richtigem Namen Bea Beste. Und ja, heute ist der Tag der spannenden Namen und nicht nur das. Ich habe in der Leitung den Friedrich Freiesleben. Also FF redet mit BB jetzt über die richtige Ernährung. Und zwar die richtige Ernährung für Kinder insbesondere. Und wir beide, Friedrich und ich, sind große Fans des gesunden Essens, nur dass Friedrich das auch jetzt gerade studiert. Und wie es dazu kam, erzählt er uns jetzt. Also, hallo Friedrich. Ich hatte Rückenschmerzen und Atembeklemmung praktisch durch diese Rückenschmerzen. Ich konnte meine Wirbelsäule ungefähr 6 Grad in jede Richtung drehen. Und das hat halt praktisch auch meinen Brustkorb in seiner Beweglichkeit eingeschränkt, weshalb ich nur noch in Bauch atmen konnte und deshalb nicht mehr wirklich tief atmen konnte. Und dadurch sind dann so Panikzustände etc. entstanden. Dann habe ich mich irgendwann immer mehr zum Thema Körpersprache und also Psyche, Verbindung mit Körper und Physis beschäftigt. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass man damit gar nicht erst anfangen muss, irgendwie zu versuchen, Fortschritte zu machen, wenn man eine schlechte Ernährung hat, weil das einerseits hormonell und neurotransmittertechnisch so viel beeinflusst und andererseits auch die Entwicklung des Körpers einfach. Ich meine, es sind die Sachen, die den Körper bauen. Und dann muss man halt gute Sachen einführen, damit du gute Ergebnisse kriegst. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann einfach mit Ernährung mehr und mehr beschäftigt und angefangen. Lass mich kurz einhaken hier, damit wir auch ein bisschen Info entsprechend weitergeben. Würdest du sagen, deine Kindheit war geprägt von einer schlechten Ernährung? Vielleicht machst du so ein bisschen einen Blick auf deine Kindheit. Wie hast du dich ernährt bis zu dem Zeitpunkt, wo du durch ein ganz klares Signal deines Körpers gemerkt hast, es geht so nicht anders? Was ist so die Historie? Also meine Eltern haben mich erstmal super ernährt, so in den ersten, keine Ahnung, 15 Jahren. Und auch dann noch das Abendessen und so war immer super. Aber ich selbst habe mich halt, wie vermutlich viele junge Leute, irgendwann sehr auf mein körperliches Erscheinungsbild konzentriert und bin so ins Fitnessstudio gegangen und habe da trainiert und dann hat mir irgendein Personal Trainer irgendwann mal gesagt, dass ja Protein das Wichtigste sei und dass pflanzliches Protein praktisch nicht zu verwerten sei und ich deswegen hauptsächlich Fleisch essen solle und wirklich einfach nur auf versuchen soll, auf ein großes Kalorienüberschuss aus Protein zu kommen und irgendwie 2 Gramm Protein pro Tag. Ganz viele Sachen, was dazu geführt hat, dass ich zum Teil täglich nach der Schule 7 Eier gegessen habe oder irgendwie dann mal 3 Steaks zwischendurch, weil ich mal Hunger hatte oder so. Also wirklich unglaublich viel schlechtes Zeug, beziehungsweise einfach in dieser Menge nicht mehr gesund. Wollte ich gerade sagen, also schlecht ist mal ein Steak oder mal Eier vielleicht nicht. Umweltaspekt jetzt mal beiseite gehalten, aber eigentlich die Menge macht es immer, ne? Also du kannst von allem ein bisschen was essen, aber die Menge hat dich sozusagen in den Schmerz gerissen. Genau. Ja. Und da war halt auch dann noch Ausführungen und nicht dehnen und sonst wie hat alles damit reingespielt, dass ich dann am Ende das da mit meinem Rücken hatte. Aber ich würde heutzutage Ernährung so anders angehen und ich mache es auch als damals. Auch in Bezug auf Training, aber das ist jetzt wieder irgendwie ein anderes Thema. Aber ich habe mich da komplett selbst reingeritten, was die Ernährung angeht. Das hat nichts mit meinen Eltern zu tun. Cool. Also das finde ich auch sehr spannend, weil das auch Elternhaus ist. Also das heißt, du hast eine gute Basis. Also ich muss auch sagen, ich bin auch mit deinen Eltern befreundet. Ich weiß auch, wie sie essen. Ich war oft bei euch zum Abendessen eingeladen. Also das heißt, die achten schon auf sehr gute und gesunde Ernährung. Du hast dann plötzlich, ich rekapituliere das auch ein bisschen, du hast plötzlich mit sehr optischen Kriterien bist du an die Sache rangegangen. Du wolltest pumpen, du wolltest cooler aussehen und dann hast du dich beraten lassen. Hattest du damals, also hattest du den Eindruck, du tust das Falsche oder hattest du aus dem Signal, hat dir der Körper irgendwas gesagt oder hast du einfach nur so weitergemacht, ich will so aussehen? Ich Kannst du dich erinnern?
Ich habe nicht auf meinen, also ich habe nicht gelernt gehabt, die Signale meines Körpers zu deuten. Also ich habe Wohlbefinden noch nicht so unmittelbar mit Ernährung in Verbindung gesetzt, wie ich es heute tue. So, ich habe damals mich deutlich mehr auf die Zahlen so der Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, fokussiert, als auf irgendwie Qualität und Mikronährstoffgehalt und sonst wie. Weil mir auch gesagt wurde, dass Mikronährstoffe eigentlich nicht nötig sind zu tracken, erstmal richtig, und dass die nur so, dass die nebenbei kommen, so passiv, einfach dadurch, dass du deine Makronährstoffe erreichst. Nee, nicht wirklich. Das kommt dann sehr auf die Lebensmittelauswahl drauf an. Aber das ist halt das, was ich gedacht habe, dass die Mikronährstoffe, das brauche ich mir keine Gedanken rumzumachen, etc. Ja, war falsch. Okay, pass auf. Ich habe mir jetzt zwei Notizen gemacht, auf die wir nochmal eingehen müssen. Also einmal lernen, die Signale des Körpers zu deuten, finde ich ein sau wichtiges Thema. Und die Mikronährstoffe. Lass uns erstmal jetzt die Geschichte nochmal zusammenfassen. Also das heißt, du hast gemerkt, dann kamen die Schmerzen und was hast du dann getan? Und dann können wir wieder in die anderen Themen reingehen. Okay. Genau. Also, du hast gemerkt, es geht so nicht, überall Schmerzen und dann? Dann habe ich angefangen, mich, naja, erstmal Schmerzen geht man zum Physiotherapeuten oder zum Orthopäden. Habe ich gemacht. Aber ich glaube, ich weiß nicht, die konnten mir nicht so richtig helfen. Die haben mir zwar immer ein, zwei Übungen gegeben und so akut nach der Behandlung ging es mir auch immer irgendwie besser, aber das war dann irgendwie zweimal die Woche, aber schon gefühlt 3 Stunden danach war es schon wieder beim alten Level. Und dann habe ich halt irgendwie gemerkt, dass es so nicht weitergeht und habe angefangen, mich selber mit mir selbst zu beschäftigen und zu gucken, was mir am besten tut. Und ja, halt so in die Richtung ganz viel Wann gemacht. war der Moment, wo es bei dir so Ding, Ding, Ding gemacht hat? Es ist jetzt nicht Bewegung, es ist nicht Physiotherapie, es geht weiter nach innen, sprich in den Bauch und in den Darm. Wann hast du diesen Alarmsignal mal gehabt? Und wie? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr genau, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe nur gehört, also irgendwann, ich glaube, ich habe selber den Schluss gezogen, dass wenn wir von Hormonen sprechen, es war für mich schon immer logisch, so im Sinne von Muskelaufbau, dass wenn ich keine Proteine habe, kann ich keine Muskeln aufbauen. So. Das war so die Gleichung, nach der ich bisher gelebt hatte, so. Und dann irgendwann habe ich das angefangen, auch auf Hormone zu übertragen und Neurotransmitter, wie zum Beispiel Dopamin oder Serotonin, die einen ja in einer gewissen Art und Weise gut fühlen lassen, sich gut fühlen lassen. Und die habe ich dann habe ich halt gedacht, okay, was brauche ich dafür? Und dann habe ich angefangen, mich immer weiter reinzulesen, weil es keine direkte Antwort gab, wie bei Muskeln, ja, Protein gleich Muskel so. Sondern bei Neurotransmittern waren es dann irgendwann verschiedene Aminosäuren oder waren dann, damit du das aufnehmen kannst und alles, was du zur perfekten Funktion deiner Zellen und Zellspaltung und Proteinsynthese oder ja, halt Transmittersynthese brauchst. Bei Mikronährstoffen ist es nicht mehr, nimm das, dann kommt das, sondern es ist so, du musst bei allem so ziemlich gut dabei sein, damit das möglichst optimal hergestellt wird. Und dann juckt es den Körper auch nicht, welche Neurotransmitter, dann werden alle ein bisschen besser hergestellt. So. Es Cool. ist nicht. Warte mal ganz kurz, weil du redest jetzt voll über Mikronährstoffe. Ich will noch mal ganz kurz an deinen Werdegang gehen. Also ich schließe jetzt aus dem, was du sagst, so Biologie und diese Themen waren für dich schon interessant in der Schule. Ja, nein, vielleicht? Ja. Ja, In der Schule gut. die Themen Sport, Psychologie, Biologie, Kunst, aber das passt da nicht rein. Vielleicht auch, aber bleiben wir nochmal bei dem Thema. Also es waren schon sowieso Themen, Fächer, die dich interessiert haben, wo du auch sehr schnell auf Wissen zurückgreifen konntest und auch bereits wusstest, wo gehe ich rein, wo gucke ich rein. Und dann hast du angefangen, dich damit auseinanderzusetzen. Ja, So, genau.
Und damit hast du dir wahrscheinlich Gutes getan. Ich komme daraufhin nochmal zurück. Aber dann hast du dich entschieden, erstmal ist es dir besser gegangen und dann hast du Ernährungswissenschaft studiert oder umgekehrt? Oder wie war das jetzt, ohne jetzt zu tief in die Mikronährstoffe reinzugehen? Wie hast du dich entschieden, praktisch aus diesem eigenen Erlebnis heraus dann zu sagen, das ist jetzt auch mein Studienfach? Ich habe sehr viel mich belesen gehabt. So 2 Jahre, bevor ich mein Studium angefangen habe. Ich bin jetzt im 3. Semester, habe ich angefangen, mich zur Ernährung zu informieren. Und davor habe ich mich schon angefangen, zu Physiologie und Psychologie zu informieren. Alles eigenständig. Ich habe recherchieren auf eigene Faust gelernt. Und es ging mir sehr lange sehr, sehr stark gegen den Strich, dass man mir mein Wissen nicht bereitwillig abgenommen hat. Obwohl ich es Wer war aus den Mann? gleichen. Halt, wer war Mann? Wer hat es dir nicht bereitwillig abgenommen? So gut wie jeder tatsächlich. Weil solange ich nicht nachweisen konnte, dass ich irgendwie etwas damit beruflich oder ausbildungstechnisch mache, hat man mich einfach zu noch einem der Leute, die sich angeblich mit Ernährung auskennen, gezählt. Was komplett verständlich ist irgendwo, was mir aber komplett gegen den Strich ging, weil ich so viel meiner Zeit da reingesetzt habe. Und dann irgendwann habe ich halt gedacht, ja, whatever. Es ist wahrscheinlich sowieso mühsamer, das alles selbst rauszufinden, als wenn ich mich jetzt einfach für den Studiengang bewerbe, einen Vertrauensvorschuss von Leuten kriege und gleichermaßen dann auch noch von Grund auf mal strukturiert lerne, was ich wissen muss und nicht immer so Fetzen von allen Seiten kriege und versuche mir das selber im Bild zusammenzubauen. Ich habe deutlich mehr Fortschritte gemacht, jetzt wo ich studiere. Und das war auch der Sinn Okay. dahinter. Ich habe mich so oder so 6 Stunden am Tag mit Ernährung beschäftigt, da konnte ich es auch gleich studieren. Ich habe mir halt Zeit gelassen damit. Ich wollte was Okay. studieren, was ich wissen will und nicht, was mich befähigt, später einen Beruf auszuführen, den ich ausführen will. Denn ich wollte das Studium zum Selbstzweck haben und dann mit dem Wissen, was ich davon lerne, was ich haben wollte, einen Beruf mir selber schaffen können. So. Cool. Und Okay, deswegen, darüber ja. unterhalten wir uns ein anderes Mal. Ich gucke jetzt auf die Zeit und also ich fand es aber sehr interessant in dem Zusammenhang, dass du sozusagen dein Körperwissen, dein eigenes Problem und dein eigenes sehr starkes Interesse und Leidenschaft jetzt in ein Studium überführt hast, in dem du dich wohlfühlst. Also du bist werdender Ernährungswissenschaftler, studierst das, was deiner Passion entspricht. Und jetzt lass uns noch mal ein paar Minuten darauf verwenden, für das, was die Zuhörer oder sozusagen meine Leser von Tolabea wahrscheinlich sehr stark interessiert, dieses Thema. Ich will meine Kinder gesund ernähren und ich will ihnen etwas mitgeben für ihre ganze Zukunft. Was bedeutet gute Ernährung für Kinder, für Familien, für Jugendliche, für junge Menschen? Also, worauf sollten wir gucken? So, generell. Generell für Kinder gilt fast das Gleiche wie für Erwachsene und tatsächlich für die Mutter noch mehr als für die Kinder. Man geht in der Ernährung in der Regel so von den ersten 1000 Tagen aus, die starten mit dem Beginn der Schwangerschaft. Und da wird sogar, die starten mit dem Beginn der Schwangerschaft, denn die ersten 2 Jahre, in denen man keinen Zucker essen soll, hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, oder keine Süßigkeiten zumindest. Das kommt nicht ganz auf 1000 Tage. Wenn man jetzt aber ungefähr die 270 Schwangerschaftstage dazu rechnet, dann kommt das ungefähr hin auf die 1000 Tage. Ja, das sind nämlich die ganzen 1000 Tage. Schwangerschaft plus 2 Jahre. Das finde ich Das. spannend. Ich habe mal für einen Kunden gearbeitet. Da haben wir auch einige Erkenntnisse gehabt. Ich habe sie immer ab dem ersten Tag der Geburt gerechnet. Ich finde das sehr spannend, dass du die Schwangerschaft auch noch mal mit darauf siehst. Also, Das bin nicht nur und ich, das ist die aber DGE. der Feind ist schon Zucker, ne? Raffinierter Zucker. Das ist erstmal so das Erste, was ich im Blick haben muss, Zucker reduziert zu leben. Oder gibt es auch noch mal andere Themen? Das ist vereinfacht dargestellt. Es gibt einen Grund, wieso wir Zucker mögen. Also es gibt ja, sagen wir, die 5 Grundgeschmacksrichtungen. Ja, Zucker, also süß, bitter, salzig, sauer und Umami. Die in der Natur für verschiedene Dinge stehen. Das sind einmal süß für Energie und meistens essbar. So Früchte gab es immer. Konnten Kinder jetzt eigentlich immer ausschließen, dass das giftig ist, wenn es süß ist. Dann bitter ist sehr, sehr stark Wirkstoffe, Substanzen, so Kräuter zum Beispiel oder Rucola zum Beispiel. Sachen, die
einen hohen Einfluss auf unseren Körper haben anhand von sekundären Pflanzenstoffen. Salzig. Und Kinder sind sehr, sehr geschmacksempfindlich. Wenn Erwachsene ungefähr 2.000 bis 5.000 Geschmackszellen auf der Zunge hat, hat ein Kind 10.000. So ein kleines Baby hat schon 10.000 Geschmackszellen. Die lassen mit der Zeit nach. Das heißt, was für uns salzig ist, ist fürs Kind viel zu salzig. Und was für uns normal schmeckt, kann fürs Kind schon ziemlich salzig sein. So, also lieber ungesalzen lassen. Und süße Sachen sind auch dementsprechend süßer. Umami ist die Sache, die am ehesten noch für Kinder wichtig ist. Das ist meistens proteinreich. Und wenn man das jetzt kombiniert... Umami ist sozusagen dieses Würzige, dieses so ein bisschen von allem... Ja, dieses Herzhafte. Ja? Herzhafte. Das Herzhafte. Ja. Herzhafte ist wahrscheinlich das, was ganz gut beschreibt. Das ist so eine Mischung zwischen... Wenn ich einfach ein paar Sachen aufzähle, die Umami sind, werdet ihr wahrscheinlich wissen, was es ist. So Pilze, getrocknete Tomaten, Fleisch generell. So der fleischige Geschmack ist basically Umami. Umami. Ja, proteinreich. Ja, dementsprechend haben Kinder schon eine Grundvoraussetzung, was sie mögen und was nicht. Süß mögen sie immer. Ja. Umami mögen sie tendenziell auch. Und sie sind halt, womit viele Eltern, glaube ich, Probleme haben, ist diese angeborene Neophobie von Kindern. Die haben Angst vor Neuem. Das heißt, ja, wenn man ihnen was zu essen gibt, dann haben sie erstmal keine grundlegend gute Einstellung, wo man auch nochmal zurückrudern kann und sagen kann, dass das Geschmacksempfinden des Kindes durch die Ernährung der Mutter beeinflusst wird. Was die Mutter in der Schwangerschaft isst, danach schmeckt das Wasser im Bauch der Mutter. Das schmeckt nach dem, was die Mutter isst. Und ist das ja Kind, spannend, das habe ich auch nicht gewusst. Trinkt am Tag ungefähr 200 bis 300 Milliliter des Wassers im Bauch der Mutter. Anhand dessen kann man die Neophobie, die praktisch ab dem Geburtszeitpunkt einsetzt, also das Kind kann ja nicht entscheiden, wonach jetzt das Geburtswasser schmeckt. Das heißt, was im Bauch der Mutter ist, das schmeckt es schon, dagegen hat es tendenziell eine geringere Neophobie, weil es eben nicht mehr neu ist, weil es den Geschmack schon kennt. So. Warum kommen diese Schwangerschaftsgelüste? Kann es sein, dass es so ein angetriebener Trieb des Körpers, so diese ganzen sauren und eingelegten Gurken und so weiter? Also vielleicht hat es was damit zu tun, oder? Also man sagt, es gibt Schwangerschaftsgelüste nach Sachen, die der Mensch vorher nie gegessen hat. Ja, die Gelüste, die würde ich auf intuitives Essen schieben, auch wenn ich mich da jetzt nicht allzu sehr auskenne. Es kann sein, dass man versucht, möglichst viele essbare Dinge mit einzubauen, damit das Kind ein großes Repertoire an essbaren Dingen schon mal geschmeckt hat. So. Andererseits gibt es auch die Theorie des intuitiven Essens, wo man praktisch Lust auf Dinge bekommt, Appetit auf Dinge bekommt, die einen Mikronährstoff enthalten, den man momentan zu wenig hat. Und da Mikronährstoffe in der Entwicklung des Kindes besonders wichtig sind, hat es durchaus Sinn, wenn dieser Instinkt verstärkt ist, obwohl das alles Spekulationen sind und meines Wissens nach noch nicht nachgeforscht, also tatsächlich bewiesen oder belegt sind. Das ist einfach eine Theorie. Denn zum Beispiel Jod, wenn es das in der Schwangerschaft nicht genug gibt, ist nachweislich der durchschnittliche Intelligenzquotient des Kindes um 35 IQ-Punkte niedriger. Also wenn man Jodmangel hat. Achso, und deswegen ist Jod auch so wichtig, ne? Ja, deswegen ist Jod währenddessen so wichtig, weil es sehr wichtig für die Ausbildung der Nerven im Kind ist. Okay. Genauso wie ungesättigte Fettsäuren, DHA, das ist eine dieser Fischfettsäuren. Und Jod ist auch in Fisch drin. Das heißt, Fisch während der Schwangerschaft sollte man schon in Betracht ziehen. Cool. So, dadurch, dass aber jetzt, lass uns das Thema Schwangerschaft noch irgendwann ein anderes Mal nochmal ausführlicher machen. Jetzt, ich will jetzt auch den Leuten, die jetzt zuhören, ich denke so, Gott, was habe ich alles gegessen oder nicht gegessen in der Schwangerschaft? Jetzt sind die Kinder schon, weiß ich nicht, Kindergarten, Schulalter. Ich habe auch die ersten 1000 Tage
lass uns da nicht nochmal gucken, was habe ich alles falsch gemacht. Hoffentlich ist vieles richtig gelaufen. Jetzt habe ich schon Kinder, die da sind, die auch Wünsche ausdrücken. Mama, ich will Süßigkeiten, die von Oma und Opa mit Süßigkeiten überschüttet werden. Wie kriege ich jetzt eine gute Ernährung in der Familie? Vielleicht auch, wenn du sagst, deine Eltern haben schon alles richtig gemacht. Was haben sie richtig gemacht? Also erstens Zucker meiden. Okay. Ich habe in den ersten 2 Jahren keinen Zucker gegessen. Ich glaube sogar erst in fast 3 Jahren. Aber dann kam halt mein Bruder und also bei mir wurde auch dieses kein Zucker essen durch meine Großeltern gebrochen. Die haben mir dann irgendwann Eis gegeben. Ja, ich kenne es auch, war bei meiner Tochter genauso. Damit tut man dem Kind nichts Gutes und das können wir uns merken, wenn wir irgendwann Großeltern sind, dann können wir uns merken, einfach den Enkeln nichts Süßes geben, überlass das mal den Eltern. I solemnly swear. I pledge, ich mache das nicht. Also ja. Merken, den Kleinen möglichst wenig Süßigkeiten geben, wahrscheinlich auch selber den Süßigkeitenkonsum einschränken. Ja, denn das hat man auch festgestellt, bei Kindern, vor allem jetzt, wenn wir nach den 1000 Tagen reden, wenn die Eltern abnehmen, entwickelt sich das Gewicht der Kinder proportional. Wow. So. Also die Kinder passen sich dem, was die Eltern essen, an, ohne dass sie es merken oder ohne, dass man den Kindern jetzt eine besondere Ernährungsform vorsetzt. Denn Kinder ernähren sich sehr, sehr, also auch natürlich bedingt, sehr ähnlich wie die Eltern, weil sie selbst halt noch nicht so viel wissen, was essbar ist. Naja, die essen mit und sie machen nach. Und ja. Sie essen erstmal das, was wir als Eltern auf den Tisch setzen. Und dann machen sie uns auch nach. Wenn wir 5-mal am Tag vom Computer aufstehen und zum Süßigkeiten-Schrank gehen, dann machen sie es auch. Wenn wir es nicht haben, ja. Da ist noch eine interessante Sache, denn viele Kinder werden von ihren Eltern dazu gebracht, ihren Teller leer zu essen oder mal noch was zu essen zwischendurch, obwohl sie gar keinen Hunger haben. Aber wir kommen mit einem sehr, sehr guten Hungergefühl auf die Welt. Und wenn wir Hunger haben, sollten wir essen. Wenn wir keinen Hunger haben, sollten wir nicht essen. So, das heißt, die Zeiten, wann sie essen, könnt ihr getrost eigentlich euren Kindern überlassen. Da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Viele Eltern haben immer das Gefühl, ihre Kinder essen zu wenig oder sollten ein bisschen mehr wiegen. Da tendieren wir immer eher so übers Ziel hinaus, als dass wir jetzt sagen, dass sie jetzt abnehmen müssen. Ja, das kenne ich. Tendenziell. Kenne ich aus der eigenen Kindheit. Also meine Großmutter hat versucht, mich immer zu füttern, saß daneben, hat mir Geschichten vorgelesen, bis ich aufgegessen habe, habe ich gehasst. Und zweitens, ich bin kein Frühstücker. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Also bei mir hat sich's erwiesen, sogar ärztlich mit einer Metabolismusuntersuchung, ich brauche morgens keine Nahrung. Ja, ich habe einen verzögerten Metabolismus. Da habe ich an einer Studie teilgenommen. Ich gehöre zu den ungefähr 25-30% der Menschheit, die morgens nichts brauchen. Mir reicht ein bisschen Kaffee, viel Wasser und mein Appetit kommt so 12, 13 Uhr. Da kann mein Frühstück ist mein Mittagessen. Ja, deckt sich das mit dem, was du recherchiert und gelernt hast? Also da gibt es nicht wirklich so eine tatsächlich beste Form. Man kann natürlich jetzt als Intention setzen, Intervallfasten zu nehmen oder halt eben diese 16 Stunden nichts zu essen. Ja. Oder wenn man sich nicht danach fühlt zu essen, dann sollte man nicht essen, ganz einfach. So, hört da einfach auf euren Körper und nicht auf das, was irgendwelche Studien euch sagen. So. Und diese Sorge mit so, weil ich weiß, meine Mutter sagte, du musst mit Frühstück in die Schule gehen, du kannst nicht denken und so weiter, wo ich dachte, nein, ich kann nicht denken mit Bauch voll. Das war auch etwas, was ich meine Mutter hat es the hard way gelernt. Ich habe ihr mein Frühstück dann auf dem Schulweg einfach morgens vor die Füße gesetzt. Das war mir so schlecht, dass es wieder rauskam. Ja, und nach einem halben Jahr hat sie es gelernt, packe ihr ein gutes Brötchen für die Pause und dann ist gut. Dann kann sie leisten. Also das ist einerseits nicht ganz falsch. Ja. Ich zum Beispiel ich war ja auf deiner Grundschule da, auf Forms. Ich wurde immer mit einem super lieb gemachten Schulbrot, auch Vollkorn und super gesund und alles, in die Schule geschickt. Und ich habe es super, super selten gegessen. Ich habe bis zum Mittagessen nichts gegessen und morgens eigentlich auch nicht. Aber die Sache ist, wenn ich dann auch das Mittagessen nicht mochte, dann ging es mir ab und zu nach der Schule so schlecht,
nicht nach der Schule, sondern noch während der letzten paar Stunden abgeholt werden musste, weil ich wirklich elendig krampfartig mich irgendwie zusammengerollt habe und mich hab abholen lassen, weil es mir schlecht ging. Dann bin ich nach Hause gekommen und habe Haferflocken mit Joghurt gegessen und dann bin ich wieder rumgehüpft. Das heißt, das Brötchen war nicht gut für dich? Nein, darum ging es nicht. Oder du bist gar nicht auf die Idee gekommen. In der Frühstückspause hatte ich noch keinen Hunger. Ja. Und in der die Frühstückspause war auch so kurz, dass ich lieber mit meinen Freunden was machen wollte, als jetzt mein Brot da in die Hand nehmen. Mhm. So. Und deswegen habe ich nichts gegessen in der Frühstückspause. Das heißt, das Brot ist immer übrig geblieben. Und danach hat hast du auch nicht mehr dran gedacht, dass du das Brot ich hatte auch keine Zeit hast. Mehr. Ich hatte auch keine Zeit mehr. So. In der Schule, während des Unterrichts, wird nicht gegessen. Da kannst du vielleicht jetzt mittlerweile trinken. Stimmt, das wird getrunken, aber nicht gegessen. Aber nicht gegessen. So, aber naja, in der Frühstückspause wollte ich nicht. Und deswegen hatte ich dann immer dieses Brot übrig. Und das ist dann irgendwann so weit gegangen, weil ich immer ein schlechtes Gewissen hatte, weil meine Mutter immer dieses Brot gemacht hat. Nach der Schule hat es nicht mehr geschmeckt, weil es schon trocken war und keine Ahnung. Das ganze Ding hat dann nach irgendwelchem Weichkäse gerochen, die ganze Brotbox, und es war alles nicht so angenehm. Und irgendwie sollte ich das dann trotzdem noch essen, damit ich es nicht wegwerfen muss. Und irgendwann bin ich dann dazu übergegangen, das hinten aus dem Fenster zu werfen in meinem Zimmer, das Brot. Und irgendwann ist dann Chan hochgekommen, also der Typ, der unser Nachbar. Ja, und hat dann meinen Eltern gefragt, warum denn dauernd diese Brote bei ihm im Garten liegen. Und dann gab es ein bisschen Ärger, aber okay, ja. Sehr spannende Einsichten. Also ich bin total dankbar, dass du das erzählst. Ich bringe es jetzt mal auf dem Level der Empfehlung, also der Idee, wo ich sagen würde, Leute, dieses Thema Schulbrote ist ein Riesenthema. Ich glaube, Riesenfrustthema zwischen Eltern und Lehrern. Lass uns jetzt mal, zwischen Eltern und Kindern. Ich sag's nochmal, damit du es rausschneiden kannst. Also Thema Schulbrote, Riesenthema zwischen Eltern und Kindern, hat direkt auch mit dem Wohlsein an jedem Schultag zu tun. Meine Anregung wäre, fragt doch mal eure Kinder, wie geht's ihnen mit dem Schulbrot? Was mögen sie daran, was mögen sie nicht? Du hättest dich durchaus zu Schulzeiten auch artikulieren können. Also da war ein Mangel an Kommunikation in dem Fall. Also da fällt es mir auch ein, wirklich Frage, Leute, lasst mal eure Kinder frei über ihre Schulbrote mal erzählen. Beziehungsweise ich stelle auch mal so die Frage an eure Kinder, wenn euer Schulbrot, euer tägliches, was über euch erzählen würde und über sein Leben in der Schule, was würde euer Schulbrot erzählen? Ist vielleicht auch mal ein Diskussionsthema mit den Eltern, also zwischen Kindern und Eltern. Ne? Also ich persönlich würde wahrscheinlich dazu tendieren, weil bei uns gab es ja auch diese Kommunikation zwischen Eltern und Kind. Ich weiß nicht, ob Brot tatsächlich so das Richtige ist, denn das schmeckt nicht so gut aus so einer Brotbox. Das ist so. Das muss ich es so ein Schulbrot sein, ja? Muss es ein Schulbrot sein, ist eher die Frage für mich. Also bei mir wäre es kein Schulbrot gewesen, aber es ging dann eher immer so um den Belag oder was noch dabei war. So Früchte habe ich eher gegessen als Gemüse, weil halt Kinder Süßes mögen. Süß. So. Aber Gemüsesticks habe ich halt auch nicht verweigert. Ich war generell ein sehr, sehr offenes Kind, was Ernährung angeht, was wahrscheinlich auch daran liegt, wie meine Eltern mir Ernährung präsentiert haben. Ich kenne die beiden, vor allem deinen Vater. Also, können wir wahrscheinlich gleich noch drauf eingehen. Ganz schön guter Gourmet. Ich würde gerne jetzt noch ein bisschen im Schweinsgalopp, jetzt damit wir nicht zu lange machen, nochmal so wirklich bam, 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 worauf zu achten bei einer guten Ernährung. Körperwissen den Kindern überlassen, wann und wie viel sie essen, sie nicht zwingen zu essen, sie nicht zwingen zu hungern. Was ist nochmal mit der Angebotspalette? Oder hast du nochmal so ein paar Tipps, wo wir sagen müssen, so das macht auch eine gute Ernährung aus? Ich habe zwei Richtungen an Tipps dabei. Einerseits, du sagst, wir sollen den Kindern überlassen, wann und wie viel sie essen. Ja. Stimmt. Aber nicht was. Aber nicht, was auf den Tisch kommt. So, was auf den Tisch kommt, ist das, was auf den Tisch kommt. Und wenn sie es nicht mögen, dann wird es trotzdem probiert. Denn ungefähr ab 30 Mal, also ab 20 Mal beschweren sie sich nicht mehr und ab 30 Mal ist es vollkommen normal, bis sie mögen es. Denn einfach, wenn die Kinder keinen Brokkoli mögen, dann legt ihr es ab und zu noch dazu und dann sagt ihr, also es ist auch nicht wirklich, die Kinder orientieren sich sehr daran, wie Eltern auf das Essen reagieren.
wenn jetzt die Kinder Brokkoli essen müssen, weil es gesund ist. Wenn ihr diesen Satz einbaut, weil es gesund ist, das ist für das Kind einfach, das kann es noch nicht verarbeiten. Es ist absolut, damit schießt ihr euch ein Eigentor, weil es so, das hört sich an wie eine Notlüge. Du isst das jetzt, weil du das essen sollst, obwohl du es nicht magst. Und ich sage, es ist gesund, ist so das Totschlagargument, dass das Kind schon sowieso blockt. So. Aber wenn jetzt zum Beispiel, mein Bruder und ich haben uns immer vorgestellt, wenn wir Brokkoli essen, dass wir Bäume essen und dass wir Dinos sind. So, das war so bei Brokkoli die Sache. Und dann später, wie gesagt, meine Eltern haben zum Teil sehr, sehr liberale Essensangewohnheiten. Also die essen echt alles, so genauso wie ich. Irgendwann in Italien gab es dann einmal Reis mit Tintenfischtinte, so ein Risotto aus Tintenfischtinte. Und das fand ich so grauenvoll. Risotto Nero. Genau. Und das fand ich total grauenvoll, aber dann war es der Monsterreis. Das war der schwarze Monsterreis. Und danach habe ich das gegessen, immer und immer wieder. Und wenn wir in Italien waren, habe ich gefragt, wann gibt es wieder Monsterreis? So. Und also damit einfach ein bisschen mehr dem Kind Spaß am Essen zeigen und auch selber Begeisterung für das Essen zeigen. Das hat mein Vater sowieso immer richtig gut gemacht. Der hat mit uns früher Kochsendungen gesehen, so morgens am Sonntag haben wir immer zusammen Jamie Oliver gesehen oder halt hat mit uns gekocht. Wir saßen irgendwie auf der Arbeitsfläche, während sie gekocht haben und keine Ahnung, einfach auch Schönheit von Lebensmitteln mit beachten und einfach selbst Begeisterung haben. Das heißt, die Einstellung der Eltern zum Essen spielt sehr viel da rein, wie die Kinder essen. Und wenn die Eltern sich erlauben zu sagen, nee, das mag ich nicht, dann sehen die Kinder das auch mit als Option an. Mhm. So, aber wenn die, also da muss man vielleicht auch als Elternteil mal sich selbst ein bisschen umkonditionieren. Wenn man versucht, die Kinder was essen zu lassen, weil es gesund ist, vielleicht mal gucken, ob man selbst isst, weil es gesund ist. Und wenn das nicht als Motivation reicht, dann muss man vielleicht mal bei sich selbst anfangen und gucken, was ist denn an diesem Lebensmittel sonst noch dran, außer dass es gesund ist. Ist es irgendwie schön? Riecht es gut? Sieht es gut aus? Keine Ahnung. Kann ich mir einen schönen Ort vorstellen, wo es herkommt? Verbinde ich das vielleicht mit coolen Sachen? So einfach andere Reize erstmal vor den Geschmack oder die Konsistenz stellen, dass man vielleicht diesem Lebensmittel einen positiven Beigeschmack schon mal aneignet und das dann vielleicht auch dem Kind näher bringen kann. Zum Beispiel so ein Spargel, wenn man sich den anguckt, der sieht echt cool aus. Oder so ein Brokkoli, offensichtlich. Oder keine Ahnung, wenn man so eine Mandarine oder eine Orange schält, wenn man das aufbricht, wie schön das da drin glitzert oder ein Granatapfel oder so. Einfach mal andere Reize sehen, außer dass es gut schmeckt. Das Lebensmittel sind echt beeindruckend und die ganzen Farben und so. Das ist das, worauf die ganze Industrie immer angeht, mit verschiedenen Gummibärchenfarben und sonst wie. So das glitzernde, durchsichtige, schimmernde, das sieht fast aus wie irgendwelche Edelsteine, diese Granatapfel-Dinger, Samenkerne. Guckt doch mal mit eurem Kind, was daran schön ist. So, das ist auch das, wenn sie versuchen, Gesichter zu legen. Ja, das hilft vielleicht ein bisschen, aber ihr müsst da ein bisschen weitermachen. Die Sachen sind an sich schon schön und ihr müsst kein Gesicht draus legen. Ihr müsst einfach nur dem Kind zeigen, wie schön diese Dinger sind. Seid selbst begeistert von den Lebensmitteln, dann lernt das Kind, dass Lebensmittel begeisternd sind. Also wird es begeistert sein von Lebensmitteln. Also was ich mir auch gut vorstellen kann, ich meine, auch aus den Tools zu machen, was wir haben. Also wir haben Smartphones. Manchmal kann man auch mit einer Makroaufnahme wahnsinnig viel machen. Also sozusagen gerade, was du gesagt hast, die Granatapfelkerne oder einmal durch eine Mandarine aufzuschneiden und zu gucken, wie es da drin ist. Oder die Brokkolis als kleine Bäume aufzustellen und sich vorzustellen, da sind Dinos drumherum. Also man kann auch ein bisschen Fotosafari mit Lebensmitteln machen und dann einfach spielerisch mit ihnen umgehen. Ne? Ja, also finde ich eine total coole Idee. Man sagt ja immer so, nicht mit Lebensmitteln spielen. So mit Lebensmitteln spielt man nicht. Warum nicht? Ich meine, klar, können wir spielen. Und Kinder haben die Tendenz, also ja, sie müssen vielleicht irgendwann Tisch manieren lernen, schon klar, aber lasst die Kinder doch erstmal positive Assoziationen mit Lebensmitteln machen und wenn es mit Spielen ist, solange sie es dann am Ende essen,
meine, das Flugzeug mit dem Löffel, das in den Mund geht, ist ja schon sowieso, das ist schon ein Spiel mit dem Essen. Und dann bringt ihr da direkt danach bei, mit Essen spielt man nicht. Das ist ein bisschen heuchlerisch, finde ich. Ja, also ich finde auch Lebensmittelverschwendung schwierig, aber warum nicht spielen, bevor ich es esse oder mit dem Lebensmittel etwas machen? Also da hast du mich auch total, da habe ich auch ganz, ganz viele Tipps dazu. Also, jetzt müssen wir mal so ein bisschen auf den Punkt kommen. Du hast gesagt, das Wann und das Wie sehr stark dem Kind überlassen, das Was schon ein bisschen einsteuern und vielleicht jetzt mal ein Thema und dann würde ich für heute abschließen und das dann ein anderes Mal nochmal mit dir machen. Vielleicht schaffen wir es auch dann, das auch direkt in der Küche mit Lebensmitteln zu gestalten, dieses Video. Für mich ist nochmal so das Thema, was für manche sehr schwierig ist. Wenn sie das selbst nicht mitbekommen haben, diese Art von gesundem Essen, wie kannst du jetzt auch als Erwachsener das Kind in dir wieder umerziehen? Weil wenn Also, ich meine, wir kennen eine Person, das ist Oliver, mein Mann, der ist nicht mit großer Freude an Lebensmitteln aufgewachsen. Und er kann süß oder aber auch süß. Und da zieht es ihn immer hin. Und ich merke auch, dass es sehr schwierig ist für ihn zu sagen, ich schneide ja jetzt mal ein paar Tomaten oder ja, Brokkoli ist der Horror für ihn oder solche Sachen. Also hast du noch mal eine Idee, wie vielleicht Erwachsene, junge Erwachsene oder auch Jugendliche, die das nicht in die Wiege mitbekommen haben, wo sind Ansatzpunkte hin zu mehr gesunder Ernährung? Hast du da oder wie bringe ich es als Elternteil in die Familie, wo ich das selbst nicht drauf habe? Da können Kinder schon mal eine sehr gute Motivation sein. Also wenn Gesundheit nicht als Motivation reicht, dann muss man sich andere Sachen suchen. Und da ist halt die Sache, Kinder werden anfangs konditioniert. Also da können wir direkt am Anfang anfangen, da ist Konditionierung die grundlegende Konditionierung. Ja. Und bei Erwachsenen in der Pubertät muss man sich eigentlich keine Hoffnung machen, da haben die echt mit anderen Dingen zu tun, als dass man sie jetzt noch umkonditionieren könnte, was Essen angeht. Das ist dann so schon fast ein kleines Machtspiel manchmal. Mhm. Aber so ungefähr in meinem Alter, so 21 bis 24, da fängt es wieder an, dass man da vielleicht ein bisschen offener wird. Und man kann sich selbst umkonditionieren. Und dass wir das wissen, dass es geht, das erleichtert es uns, das zu machen, denn Appetit hat auch sehr viel zum Beispiel mit der Darmflora zu tun. Oh, unsere, ja. unsere Darmflora ist ja praktisch, es wird mit Kohlenhydraten, Ballaststoffen oder Zucker gefüttert oder Alkohol auch. Und ihr könnt euch die Darmflora vorstellen wie so eine kleine Demokratie, so ein kleiner Staat. Es ist ja eigentlich eine Bevölkerung, die ihr da in euch drin habt. Und die eine Bevölkerungshälfte ernährt sich nur von Zucker. Die andere Bevölkerungshälfte ernährt sich nur von Ballaststoffen. So halt von stark verketteten Zuckern. Wenn ihr jetzt die eine Bevölkerungsschicht füttert mit Zucker und die andere nicht, dann ist dann Hunger, praktisch hungert diese eine Bevölkerungsschicht und wird immer weniger. Während die andere Überfluss hat und sich vermehren kann. Das heißt, irgendwann habt ihr ganz, ganz viele Zuckerbakterien und die stimmen dann demokratisch ab, worauf ihr Appetit habt. Und wollen die immer mehr Zucker. Und dann habt ihr auf Zucker Appetit. Wenn ihr aber die andere ballaststoffreiche praktisch Bevölkerungsschicht füttert, dann nimmt die Zucker irgendwann ab, die Zuckerbevölkerungsschicht. Und dann habt ihr irgendwann, könnt ihr durch die Zuckerabteilung so, durch die Süßigkeitenabteilung gehen. So geht es mir zum Beispiel. Ich habe richtig Lust, mal wieder Lust auf Süßigkeiten zu haben, weil ich einfach damit so viele gute Leben, also so viele schöne Abende oder sonst wie verbinde, so Snacks. Aber ich gehe da durch und habe auf nichts Lust. Es ist so, nichts spricht mich an. Wow. Das ist zum Teil echt, also ich war früher komplett dabei, so keine Ahnung, mal 2 Tafeln Schokoladen am Abend zu essen, einfach um meine Kalorien noch zu decken. Für den Tag hatte ich ja schon erzählt, das ist mein Hauptziel. Oder, keine Ahnung, eine Packung Chips, weil die auch schön kalorienreich sind und eine Packung Chips hat im Durchschnitt 700 Kalorien. Das ist fast die Hälfte des typischen Tagesbedarfs. Ja. Also ich habe das echt, ich habe echt viel Süßigkeiten gegessen und dementsprechend hatte ich auch Lust darauf. Aber ich habe mich dann zum Beispiel mal so
eine 30 Tage keinen Zucker-Challenge unterzogen, einfach weil ich da immer relativ extrem bin. Ich habe immer Lust, mich zu fordern und zu gucken, was die tatsächlichen Vorteile sind. Denn so, man merkt die Nachteile und den Entzug stärker, wenn man sich schnell den Sachen stellt, also Konfrontation hardcore, aber man merkt auch die Vorteile deutlicher. Und die Vorteile entwickeln sich weniger schleichend, wenn man schnell Anpassungen nimmt. Also zum Beispiel bei Zucker, gar kein Zucker mehr. Das hat zwar den Effekt, dass du vielleicht enorme Zuckerentzugserscheinungen bekommst, aber es Bisschen hat zu auch den Kopfschmerzen, Vorteil. habe ich gehört. Ja, ein bisschen zu Kopfschmerzen und Lethargie und morgens gar nicht mehr aus dem Bett kommen und vielleicht wirklich Sekundenschlaf zum Teil, weil du einfach keine Energie mehr hast. Aber irgendwann wirst du auch merken, sehr schnell innerhalb dieser Monate, vielleicht ab der zweiten Woche, so, dass alles andere anfängt süßer zu schmecken. Paprikas, Tomaten, Dinge, die normalerweise fad sind, wenn du sie im Winter zum Beispiel auch isst, schmecken gar nicht mehr so fad so im Winter. Und wenn du sie dann im Sommer isst, dann knallen dir Tomaten nur so um die Ohren und sind zum Teil vielleicht sogar schon zu süß, weil sie auch noch auf Süßheit gezüchtet werden. Aber man kann sich da sehr, sehr gut umkonditionieren anhand dieser Ballaststoffe im Darm, dass du praktisch, wenn du mehr Ballaststoffe isst, hast du mehr Lust auf Ballaststoffe, wenn du mehr Zucker isst, hast du mehr Lust auf Zucker. Ja, das ist eine Möglichkeit. Und andererseits ist es auch häufig noch eine gewisse Neophobie, die da erhalten geblieben ist aus dem Kindesalter, wo man nicht, also weil die Eltern vielleicht zu schnell nachgegeben haben und so eine Art Liste geführt haben, was mögen die Kinder nicht oder was mögen sie, so um zu gucken, womit sie füttern können. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Aber da kann man halt selber noch ansetzen, denn diese 30 Mal essen, bis es einem schmeckt, das funktioniert auch im Erwachsenenalter noch. Vor allem, wenn man es regelmäßig nacheinander macht. Aber bestimmt ohne Druck, oder? Also wenn ich ein Ja, Kind ohne Druck. Ihr zwinge müsst zu keinen ganzen probieren. Teller Spargel essen, um zu probieren, ob Spargel euch schmeckt, sondern eher, wenn ihr im Restaurant seid und ihr habt eigentlich vor, Spargel zu mögen, einfach weil es für euch so eine kleine Challenge ist oder ihr euch gesünder ernähren wollt. Dann nehmt halt dieses eine bisschen Spargel vom Gegenüber, so wenn euer Partner zum Beispiel Spargel mag und immer Spargel isst, dann lasst euch doch mal, wenn er vielleicht sogar ganz nett ist, eine Spitze abgeben, so Nur ein und dann bisschen. esst die einfach mal so zwischendurch, auch wenn sie euch nicht schmeckt. Ihr werdet merken, ihr entwickelt am Anfang weniger Abneigung dagegen, weil ihr es kennt und wisst, was ihr zu erwarten habt. Und später dann, wenn ihr es kennt und sowieso keine Abneigung ungefähr mehr habt, dann fangt ihr irgendwann an, sogar zu lernen, was man daran mögen kann. So. Cool. Friedrich, wir müssen aufhören jetzt. Ich habe eine Challenge für uns. Ich bin gespannt, wie du dazu stehst. Ich habe einen. Ich glaube, ich habe jetzt lange versucht zu überlegen, so welches Lebensmittel ich nicht mag. Und das ist in der Tat, ich stehe nicht ganz nicht mag, aber ich bin ein bisschen auf Kriegsfuß mit Rosenkohl. Was hältst du von einer Rosenkohl-Challenge? Wollen wir mal Rosenkohl in der Küche zubereiten und uns dabei auch noch unterhalten? Können wir machen. Ich glaube, ich kann Rosenkohl so zubereiten, dass es dir schmeckt. Ich habe da letztens nämlich eine sehr coole Zubereitungsmethode für mich entdeckt, als ich Verraten nicht wir so jetzt überhaupt nicht. Rosenkohl und Nüsse zu Hause hatte. Verraten wir jetzt nicht. Challenge für uns beide. Übrigens, liebe Leute, wir kommen jetzt mal auf den Punkt. Ich glaube, da kamen einige Tipps von Friedrich. Friedrich wird mit mir jetzt so ab und zu immer mal wieder bloggen. Wir werden uns dem Thema Ernährung, aber auch die Schönheit der Lebensmittel, dass die Demokratie im Darm auch noch mal ein bisschen näher widmen. Und wir freuen uns auf eure Fragen auch noch. Also das heißt, ihr könnt uns zu diesen ganzen Themen gesund essen, auch physiologische Sachen oder wie wir da mit den Kindern mehr gesund oder gesünder leben, könnt ihr uns auch Fragen stellen. Wir freuen uns. Das bauen wir jetzt langsam nach und nach auf und das wird wahrscheinlich auch dem Friedrich in seinem Studium helfen. Ja, So, klar. Punkt jetzt. Du musst ja auch los, ne? Ja, gleich. Also das heißt, wir sagen jetzt mal Tschüss an alle und vertagen uns bis zum nächsten Mal, ne? Gut. Also, Ciao. ciao.